Indian Summer im österreichischen Winter, wie geht denn sowas? Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute nehme ich euch mit in den Indian Summer. Und da brauche ich gar nicht weit zu gehen, denn schon in Vorarlberg beginnt der mit einem Bier aus der Frastanza Brauerei. Und man hat hier mit 5,3 Volumenprozent offensichtlich das, was man sonst nur in Nordamerika, in Kanada richtig schön an den Bäumen sehen kann. Man nennt ja diese Bäume, wenn die dann im Herbst so richtig schön rot werden, Indian Summer. Und man hat sich offensichtlich farbliche Anleihen genommen und hat dieses Bier eingebraut. Es ist ein Bier, in dem auch Bio-Chinook-Hopfen verwendet worden ist. Und dieser Hopfen, der ja eigentlich in Pale Ales, IPAs zu Hause ist, der ist jetzt offensichtlich auch in diesem Bier gelandet. Und außer, dass es ein Bio-Bier, ist es ein Bio-Bier? Ja, ein Bio-Bier, genau. Oben ist das Label drauf. Also schauen wir mal, was da tatsächlich dann rausgekommen ist. Schöne Bottle Cap mit dem Handcrafted Craft Beer Logo der Frastanza Brauerei. Und dann schenken wir uns das Ganze mal ein. Und jetzt ganz ehrlich, optisch haben wir da doch relativ... Aha, gerade fällt mir der Chinook, das ist nicht auch ein Indianerstamm, oder? Aha, jetzt fällt gerade der Groschen. Manchmal passiert es tatsächlich beim Video machen, weil ich habe jetzt die Farbe gesehen und so richtig rötlich Indian Summer ist das nicht, aber ein herrlich weißer, feiner Schaum, der eben ein Fingerbreit oben drauf ist, den wir aber schön ans Glas legen können. Unten drunter, ja, eine ja, goldgelbe, schön getrübte, gleichmäßig getrübte Bierflüssigkeit zu sehen in der Nase. Oh, schön fruchtig, bisschen zitrusig, bisschen tropisch. Und ja, es hat auch ganz klein bisschen Malzigkeit, so eine leichte, fruchtig-malzige Süße mit dabei. Es ist aber auch kein Ale, sondern es ist auch wieder was Untergäriges. Aber es hat so was, ja, Gräbfruchtiges. Gräbfrucht ist es genau. Ha! In diesem Sinne, cheers! Boah, und die Gräbfrucht, die schlägt jetzt zwar richtig rein. Extrem fruchtig, extrem sommerlich. Ja, es ist so zwischen... da kommt hinten noch eine schöne Bittere rein auch. Wie gesagt, untergäriges Bier meines Wissens nach. Aber das trinkt sich wirklich lässig und locker, wie so manches fruchtiges Pale Ale, aber eben mit so einer untergärigen Note, mit so einer schönen Fruchtigkeit, mit so einer schönen Bittere aber auch, die wirklich richtig erfrischend ist. Ich tue mich immer so schwer damit, aber das ist so ein Bier für Leute, die kein Radler trinken wollen, aber irgendwas, was so in diese Richtung geschmacklich geht. Und diese Grapefrucht, die da drin ist, ist extrem erfrischend. Es ist auch so ein bisschen so eine leichte Piniennote mit drin. Und diese tropischen Früchte sind eher verschwunden. Es hat eine leichte Malznote mit dabei. Insgesamt aber sehr, sehr... das obere Ende von schlank. Also es ist nicht ganz so schlank, wie es sein könnte, wenn es jetzt zum Beispiel ein Pilzbier wäre. Es hat aber auch noch keinen so wirklich mittleren Körper, sondern es ist schon eher so ein richtig gut trinkbares, süffiges Bier. Schöne, frische Kohlensäure, fein, leicht cremig, nicht so aufdringlich von der Perlage her. Und ist dann hinten raus auch nicht wirklich kompliziert im Nachtrunk. Es bleibt so ein bisschen diese leichte Säure von der Grapefrucht bleibt hängen. Es bleibt so ein bisschen so eine bittere hängen und es bleibt ein bisschen was vom malzigen, so eine leichte Süße mit dabei. Ich finde, es ist ein toll gelungenes Bier.
Schade, dass es draußen jetzt der Schnee liegt endlich, aber das ist auch ein Bier, was man einfach mal so easy cheesy nebenbei trinken kann zum mittaglichen Essen. Und für den Kamin ist es jetzt vielleicht ein bisschen zu easy, aber es ist vor allen Dingen ein Bier, von dem man sicher auch 3 oder 4 trinken kann. Das Indian Summer von der Fastranza Brauerei aus Vorarlberg und von ProbierTV gibt es für dieses Bier 4 von 5 möglichen Punkten für das Indian Summer mit den 3 Schwestern da oben übrigens drauf. Handgebraut Bio-Bier. Was will man mehr? Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn ihr dieses Bier kennt, freue ich mich über euer Feedback oder über andere Biere aus Vorarlberg oder der Fastranza Brauerei, die ich mal verkosten oder trinken sollte. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.